Seit einem Jahr hat die Wirtschaft mit dem Coronavirus zu kämpfen. Welche Folgen hat das für die verschiedenen Branchen in der Region? Darüber haben der Präsident der IHK Reutlingen, Christian O. Erbe, und Hauptgeschäftsführer Dr. Wolfgang Epp in einer virtuellen Pressekonferenz informiert. Die Corona-Krise hat die verschiedenen Branchen in der Region unterschiedlich schwer getroffen. Das verkündete der Präsident der IHK Reutlingen, Christian O. Erbe, in einer virtuellen Pressekonferenz. Die Industrie sei dabei relativ gut durch die Krise gekommen, dank des Exports. Trotz Corona konnten wir in der Region in den vergangenen Jahr 8,8 Milliarden Euro Auslandsumsatz generieren. Das sind, wenn man es mit 2019 vergleicht, nur 5% weniger. Und somit ist es das zweitbeste Exportjahr aller Zeiten bei uns hier in der Region. Hart getroffen wurden aber der Einzelhandel, das Gastgewerbe und personennahe Dienstleistungen, so Erbe weiter. Das bestätigt auch Hauptgeschäftsführer Wolfgang Epp. Wir sehen auch die hohe Kreditaufnahme von Gastronomiebetrieben, der Hotellerie. Man schätzt, ich darf hier den DEHOGA zitieren, dass die Kreditaufnahme im Gastrobereich bei 1,2 Milliarden Euro liegt. Das muss alles zurückbezahlt werden. Es gehe also wirklich um Existenzen, sagte Epp nachdrücklich. Beim Einzelhandel würden die pauschalen Schließungen vor allem die kleinen Händler benachteiligen, wie Erbe ausführt. Beispiele gibt es zuhauf. Es ist zum Beispiel nicht nachvollziehbar, warum Strümpfe und Wäsche, die für viele Menschen Produkte des täglichen Bedarfs sind, in einem Fachgeschäft nicht verkauft werden dürfen, sehr wohl aber in großflächigen Einzelhandelsbetrieben. Hier hätte besser und gerechter geregelt werden müssen. Ein Stufenplan wäre das bessere Vorgehen, meinte Erbe. Abhängig von den Inzidenzen sollten Unternehmen öffnen dürfen, mit guten Konzepten wie Terminvergaben und Einlassbeschränkungen. Sollten die Zahlen wieder steigen, müsste wieder geschlossen werden. Es geht alles und es geht gut und das haben die Betriebe auch gezeigt, indem sie Hygienekonzepte auch erarbeitet haben. Das haben wir zwischen der ersten und zweiten Welle gesehen. Und ich wage zu behaupten, dass die Infektionszahlen, die wir gesehen haben, nicht im Einzelhandel und auch nicht in den Gastronomiebetrieben entstanden sind, sondern die hatten andere Gründe. Gesundheitsschutz und Öffnungen würden aber nicht im Widerspruch stehen. Größere Sicherheit könnte auch durch mehr Testen erlangt werden und deshalb plädierte Erbe für den Tübinger Weg. Den Branchen müsse mit Öffnungen Mut gegeben werden, damit sie weitermachen, betonte der IHK-Präsident zum Abschluss.